Kroos ist auch wieder. Herzlich willkommen, Leon. Sozusagen ein Nachwuchsschauspieler. Hallo. Ihr seid meinetwegen hier, aber das ist schön. Für mich war es, als die Anfrage kam, jetzt so, glaube ich, circa genau vor zwei Jahren, Kinofilm zu machen, war das für mich erstmal puh. Also deswegen bin ich jetzt nicht unbedingt Fußballer geworden, um einen Kinofilm zu machen. Aber wenn man das über diesen Weg geschafft, dann ist es auch okay. Ich habe mir natürlich ein bisschen überlegt, soll ich das machen oder nicht, weil wenn der eine oder andere meinen Werdegang bis dahin ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass ich den Kameras eigentlich eher so ein bisschen aus dem Weg gehe und mich aufs eigentliche Spiel konzentriert habe. Trotzdem fand ich diese Anfrage Kinofilm irgendwie schon eine besondere Ehre, vor allem zu dem Zeitpunkt mit 27, weit vor dem Karriereende, ist das schon speziell, und das hat mir irgendwie auch so ein bisschen gezeigt, dass bis dahin eigentlich einiges richtig gelaufen sein muss, wenn man auf die Idee kommt, Kinofilme wirklich zu machen. Dazu dann irgendwie in einer Reihe zu stehen mit den Klitschko-Brüdern, mit Dirk Nowitzki, hat auch irgendwie so einen gewissen Charme. Ich meine, sind keine komplett erfolgslosen Sportler, und das alles zusammen, und dass vielleicht man mit dem Film, ihr werdet ihn gleich sehen, ich durfte ihn gestern schon sehen, wir hatten eine schöne Premiere in Köln, auch irgendwie, läuft noch nicht. Das Ziel natürlich auch von dem Film, irgendwie bei dem Fußballer kennen relativ viele, den Menschen oder ein bisschen was dahinter ist, relativ wenig. Und ich kenne das, mir geht das genauso, wenn man jemanden nicht wirklich kennt und nur teilweise nur sieht, dann entsteht immer irgendwie ein Bild, was man sich macht. Und die Idee dahinter ist natürlich auch, dass sich jeder sein Bild jetzt über den Kinofilm macht, weil ich kann bestätigen, dass so wie es jetzt in dem Film rüberkommt, so ist es, so bin ich. Wem es gefällt, super, wenn nicht, kann ich es auch nicht ändern. Aber nein, also ich freue mich, dass das Interesse so groß ist, dass ihr so zahlreich da seid heute. Es hat sich absolut gelohnt nach der Premiere, die ja plus ein bisschen Aftershow noch etwas länger ging gestern. Es sich gelohnt hat, heute hierher zu kommen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Film. Ich hoffe, er gefällt euch, ist kurzweilig, und ja. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, viel Spaß, und der Film geht gleich los, und ja. Ich kann mal sagen.